Schön, dass so wahnsinnig viele hier sind. Das ist echt mega cool. Wir haben erst ganz viel aufgebaut, jetzt haben wir wieder abgebaut, weil wir dachten, so viel kommen nicht. Ich glaube, es wird gerade wieder aufgebaut. Also cool. Mein Name ist Nike Malhaus, ich bin von Ende Gelände. Genau, wir haben hier heute gemeinsam mit Extinction Rebellion die Veranstaltung, die Movie-Veranstaltung als Vorbereitung auf die große Aktion Freitag. Wir sind wütend und traurig und enttäuscht vom Ergebnis der Kohlekommission. Das eint uns. Und wir werden dagegen auf die Straße gehen, weil es nicht geht. Weil wir so den Planeten nicht retten. Deswegen sind wir dagegen. Deswegen werden wir am Freitag die Straßen fluten, so haben wir es genannt. Wir werden blockieren und zeigen, dass wir nicht einverstanden sind. Was ist denn diese Kohlekommission, über die gerade alle reden? Eigentlich heißt sie offiziell Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und dass dieser Name ein Problem ist, das sehen wir schon, weil das Wort Klima nicht drin steckt. Um Klima geht es auch nicht. Das offizielle Ziel der Kommission war aber eigentlich, Empfehlungen an die Bundesregierung auszuarbeiten, wie der Energiesektor zu den Klimazielen 2030 beitragen kann, ohne die betroffenen Regionen zu stark mit Strukturwandel zu belasten. Dazu hat sie sich letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal getroffen, sollte eigentlich bis Ende 2018 ein Ergebnis haben. Das wurde dann nochmal verschoben, aus Politgründen, die wir auch nicht so cool finden. Es wird oft gesagt, dass es ein breites Spektrum war, was dort vertreten war, also Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden. Wir finden, die Betroffenen haben keine Stimme bekommen. Die Betroffenen, das sind die jungen Menschen, die gerne noch eine Zukunft hätten. Die Menschen aus dem globalen Süden, die sowieso schon mal gar nicht gehört wurden. Und überhaupt die ganz normalen Menschen in Deutschland, die alle einen schnellen Kohleausstieg wollen und einen ambitionierteren Klimaschutz sich wünschen. Wir sind mit dem Ergebnis unzufrieden, ist vielleicht noch zu nett. Also wir akzeptieren dieses Ergebnis nicht, weil es keines ist. Wir sagen, es ist kein Konsens, es ist kein Kompromiss, es ist eine Farce. Kohleausstieg 2038, das bedeutet noch 20 Jahre Kohleverbrennung. Das ist absurd, lange. Die Konzerne bekommen Entschädigungen in Milliardenhöhe für Uraltkraftwerke, die sowieso wegen ihrer mangelnden Wirtschaftlichkeit in den nächsten Jahren abgeschaltet worden wären. Es bleibt unklar, ob Hamby und alle Dörfer bleiben können mit diesem Ergebnis. Und vielleicht für uns als Klimagerechtigkeitsbewegung der Grund dagegen zu sein, oder der beste Grund dagegen zu sein, es ist nicht vereinbar mit dem 1,5-Grad-Ziel. Damit hat dieses Ergebnis für uns jede Legitimation verloren. Dass es bei der Kohlekommission nie um Klima ging, das merkt man schon daran, dass es im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stattgefunden hat. Also man sieht hier eindeutig, dass die Wirtschaft mehr daran interessiert war. Es zeigt, dass die Industrie am Tisch sitzt, wo man sich fragt, warum sollen die denn mit am Tisch sitzen? Die haben da gar nichts verloren. Es geht hier um einen gesellschaftlichen Konflikt, den wir als Gesellschaft austragen müssen. Und vielleicht noch der schlagende Beweis, warum dieses Ergebnis für RWE ein Wunschergebnis war. Die RWE-Aktien gingen um 8% hoch mit Bekanntwerden des Ergebnisses. Also für uns Grund genug dagegen zu sein und am Freitag dagegen zu protestieren.